Herzlich willkommen bei Eumeli LP zu einem neuen Part von Sims 2 der dritten Staffel. Und wie man sieht, wir sind in Folge 14 jetzt angekommen und es ist schon so vieles hier passiert. Unter anderem die letzten Folgen mit Servo, wo ich wirklich dachte, er wäre gestorben. Wir haben ihn komplett kaputt gekriegt, weil ich ihn unter die Dusche geschickt hatte. Und wie man sieht, er lebt wieder. Er ist wieder in Ordnung. Es geht ihm wirklich wieder gut. Wir haben alles wieder super hingekriegt hier, ne? Alle Power-Sachen, Spaß, Freunde, Umgebung, alles wieder bestens. Serva freut sich auch gerade mit ihm, wobei Serva ist eine Dame, die mir ein bisschen suspekt langsam wird, da sie dauernd mit anderen flirten will und gar nicht traurig war, dass er irgendwie tot war. Ja gut, auf jeden Fall alles wieder wunderbar und er möchte was mit ihr sprechen und ihr den Rücken kraulen, das kannst du gerne mal machen. Ja, ich bin einfach noch immer happy, dass das alles so wunderbar funktioniert hat und er wieder voll da ist und wir ihn natürlich dann auch wieder im Geschäft und allem einsetzen können. Was war sonst noch los im letzten Part? Wir haben gefrühstückt zusammen, da steht auch noch die ganze Reste rum. Ich weiß nicht, warum da so viel Zeug steht. Oder ist das das, was Serva gekocht hat? Oder Volker? Volker hat Sandwiches gemacht, genau, da irgend sowas war da. Und dann ist er einfach was trinken gegangen. Ach, Volker, ehrlich, du könntest ja bitte den Kram dann auch mal weglegen. Ich meine, das wird ja schlecht. Dann hast du ganz für umsonst gekocht. Das ist ja auch irgendwie blöd, ne? Anna, nee, Quatsch, Anna. Melissa hat ihren Zauber bekommen. Endlich kann sie wieder dem Tode geweihten Sims unter die Arme greifen und sie wiederbeleben oder vom Sensenmann retten oder wie auch immer. Das funktioniert. Sie hat auch brav Zeugs gemacht dafür, dass sie da was hat. Anna ist gerade am Malen und hat ansonsten auch den Wunsch mal nach einem Date und vielleicht werde ich das heute mal verfolgen. Und unser Alex, der hat's geschafft. Der hat jetzt seinen Job angenommen. Jawohl, er ist jetzt in der Musikbranche als was bist du da nochmal? Als Symphonieleiter. Und hat auch den Wunsch, Spitze der Musikkarriere erreichen, da das ja sein Lebensziel ist, wie man hier gesehen hat, ne? Rockgott werden, habe das natürlich direkt festgemacht. Heute hat er frei und darf einfach mal ein bisschen so machen, worauf er Lust hat. Ich lasse ihn einfach mal da rumtrommeln. Er hat auch noch Charisma gelernt und ja. So weit, so gut. Ich würde aber sagen, ja, ich habe was vergessen. Und zwar ist mir total aus dem Blick gekommen, dass ich mit Volker eigentlich an den Briefkasten wollte, als Servo plötzlich wieder zum Leben erwacht ist. Das sollten wir jetzt auch mal machen. So, hör mal auf zu tanzen. Und Hausarbeiten musst du auch nicht machen. Mach du mal, dass ich dir noch ein paar Wünsche erfülle. Das wäre ganz gut. Und dann müssen wir mal gucken, wie wir den Tag heute rumkriegen. Wir haben 15 Uhr. Boah, da könnte ich wirklich mit Anna vielleicht noch ein kleines Date anleiern und dann mal schauen. Aber wie gesagt, ich will jetzt mit Volker mal kurz hier nach draußen gehen und gucken, ob unser Briefkasten noch funktioniert. Weil, wie gesagt, wir haben Post bekommen. Und ja, ihr kennt ja das Problem Briefkasten. Ich meine, ich habe das Gefühl, es könnte sich genauso wie Servo einfach mal gelöst haben. Das wäre perfekt. Ach, ich bin so happy. Ach ja, und was gibt's sonst noch Neues? Also, wenn ihr hier den Kanal fleißig verfolgt, müsstet ihr es mittlerweile mitbekommen haben. Ich mache das ja mit meinem Sohn zusammen. Und ja, mein Sohn war bisher jetzt nicht so aktiv, um es mal so zu nennen. Das hatte gewisse Gründe. Und die haben sich jetzt mehr und mehr verbessert. Und jetzt ist es halt so, dass er seit letzter Woche sehr aktiv ist, auf Twitch nämlich genau gesagt. Er ist da am Streamen und alles und es funktioniert wieder. Ich bin begeistert, Leute. Wir können unsere Rechnung wieder bezahlen. Yippie-bidu. Ja, und zwar ist er da schöne Sachen am Streamen auf Twitch. Der Kanal ist auch verlinkt. Unten in der Infobeschreibung und ja, wenn ihr Lust habt, schaut doch gerne mal vorbei. Würden wir uns freuen. Ein paar der Sachen, wie jetzt zum Beispiel Celeste oder auch Overcooked, werden natürlich auch als Videos noch hochgeladen oder Highlights aus Paladins oder was er da so macht. Ist ein bisschen was anderes als das, was ich hier so treibe, aber ja gut, ist ja nicht schlecht. Abwechslung tut gut.
interessiert auch vielleicht den ein oder anderen mal was anderes zu sehen. Deswegen denke ich, ist das gar nicht so verkehrt. So, unser Volker wollte aber auch noch mal was töpfern, sehe ich gerade. Dann könnte ich ihn ja, ach Gott, nee, er hat ja noch das Ding da, hat er wahrscheinlich irgendwann mal getöpfert gehabt oder irgendwer hat das mal getöpfert. Ich packe das hier wieder in Melissas Inventar, damit die es zum Auffüllen hat. Und dann kann Volker ja mal noch wenigstens eine Sache, sage ich mal, einen Teeservice machen. Dann erfüllen wir da auch wieder einen Wunsch. Kann ich Servats 2.0 sprechen? Ja, ja, kannst du. Und wir gehen jetzt mal zu Anna, die da hoffentlich auch gleich mal mit ihrem Gemälde fertig ist. Oder die kann ja auch das... Ja, nee, wie lange brauchst du noch? Keine Ahnung. Ja, mach ruhig das da. Ist in Ordnung. Dann mal du mal noch schnell fertig. So, du könntest mal jetzt aufhören mit der Überei hier. Und kannst ja mal ein bisschen Fische beobachten und füttern. Hast du bestimmt Spaß dran. Und keine Ahnung, was du sonst noch machen kannst. Tu und lass, was denn... was du willst. Ist Server ans Telefon gegangen. Ja, und Servo holt sich was zu trinken und denkt, ich feiere mal meine Wiedergeburt. Wiederbelebung. Hier, du kannst auch mit Melissa mitmachen. Guck mal hier, da freut die sich, wenn du mit ihr mitmachst. Lass ruhig mal die Hausarbeiten Hausarbeiten sein. Och, Junge. Oh Gott. Ja, schön. Und das Teeservice ist auch schon wieder fertig. Ach Gott. Ich bin begeistert. Ja, das läuft ja hier wie sonst was. Was? Und ja, stimmt. Ich hatte ja auch mit den Eltern mal noch was vor. Ach Gott, hier sind zu viele Personen. Das ist grauenhaft. Ich komme ja zu nichts. Pass mal auf, Melissa, damit wir nicht wieder mit Geschenken arbeiten müssen. Ab mit dir in das Inventar. Und was will Volker jetzt noch? Ein Spieleturnier gewinnen. Ja. Musste mal gucken. Du kannst dich auch erstmal um dich kümmern. Moment, falsche Richtung. Hier. Dann geh du doch bitte erstmal dich frisch machen oder so. Das ist, glaube ich, besser. Hier benutzen wenigstens mal und Hände waschen. Und dann gucken wir jetzt mal bei Anna weiter. Die mit ihrem Bild fertig ist halt. Ja gut, das solltest du auf jeden Fall auch tun. Dann mach das mal, dann schicken wir dich auch noch mal unter die Dusche und dann gucken wir mal, ob wir Gerd anrufen und uns mit dem verabreden können. Das wäre doch mal schön, oder? Ich meine, Gerd ist ja jetzt auch aus der Tonne raus. Und dann könnte man mit ihm doch nach Downtown oder so vielleicht. In den Park oder was weiß ich. Warte mal, geh mal bitte. Soll man, was war das? Hast du zugenommen oder irgend sowas? Ist da was gewesen? Nö. War da was dreckig vielleicht? Ja. Okay, gut. Kein Ding. Und dann verkaufst du das mal und dann musst du telefonieren. Telefon hängt hier. Anrufen und um Date bitten. Das machen wir mal. Und das sollte doch hoffentlich ganz gut werden. Ich glaube, ein Meisterwerk hat sie jetzt nicht geschaffen, aber das macht ja nichts, ne? Ja. Ist schön. Oh, da hat sich irgendwer mit irgendwem angefreundet. Wer mit wem? Ach, Server und... Alex, mach bitte keinen Blödsinn. Du weißt, Serva immer noch geplante Frau für Servo. Die zwei. Ja, und da schmilzt sie dahin. Unser Alex ist einfach, ja, Don Juan. Kann man nicht anders sagen. Schambolzen hoch 10. So, wir wollen uns aber mit Gerd treffen. Ja. Och, Gerd ist bei der Arbeit. Was ist denn das jetzt für ein Mist? Das gibt's doch nicht. Was habe ich denn den schon arbeiten lassen? Weiß ich schon gar nicht mehr. Okay, was machen wir dann? Wie lange arbeitet der? Ich hab's gar nicht mehr im Kopf, Leute. Das ist ja so doof. Was mache ich denn jetzt? Willst du was schreiben oder willst du lesen? Ja, sie will schon wieder schreiben. Ja gut, du könntest natürlich schon mal mit einem Roman wieder anfangen. Es geht ihr ja, oder? Die legt sich noch mal kurz hin. Komm, dann leg dich noch mal schlafen, damit du abends fit bist. Ich meine, ist auch eine Idee, ne? So, du willst natürlich nicht hier hin. Nein. Du kannst dich auch immer sauber machen, und zwar oben bei dir. Das wäre mal ganz nett. Da, geh mal säubern und geh mal auf den Topf. Und duschen darfst du auch von mir aus. Hier, deine Schwester hat schon sauber gemacht. Und dann gucken wir mal, was Volker wieder von Serva will. Das ist ja hier echt, die Frau ist begehrt. Serva, lass jetzt mal den Computer bei Melissa in Ruhe. Nix da. Ja.
geh mach Hausarbeiten oder sonst irgendwas. Lass doch mal die Frau in Ruhe. Was? Leute, ihr seid echt ein bisschen... Naja, macht, was ihr wollt. So, ich habe jetzt hoffentlich jeden irgendwo hingeschickt. Nee, Servo, was macht Servo da? Der möchte doch noch mit Serva. Ja, genau. Was macht ihr da? Was wollt ihr? Gratuliert bekommen, ja, das ist schön. Und du willst immer noch flirten und einen Insiderwitz erzählen. Komm, dann mache das. Insiderwitzieren und flirten. Ist halt blöd, dass ihr das ausgerechnet jetzt bei aller im Zimmer macht. Aber gut, warum nicht? Ach, ich werde nicht mehr, Leute. Ich werde nicht mehr. Und das Telefon bimmelt schon wieder. Eieieiei. Okay, dann hebt mal ab. Mal gucken, wer jetzt wieder was von euch will. Oder, ach, oh, Mann, Servo ist voll romantisch drauf hier. Das ist... Ja, komm. Geh mal kurz ran, gucken, für wen das ist. Und jetzt nicht mit Volker weitermachen. Kann ich Alex sprechen? Ja, kannst du. Was machen die denn da alle? Bei Anna im Zimmer, ehrlich. Grauselig. So, Servo, ich hätte... Ah, nee, das kann ich ja mit dir nicht machen. Ich hätte mal Interesse daran, dass du mal hier runter gehst. Und Volker kann mal Fernsehen gucken oder sowas hier. Hör mal auf jetzt mit Serva da die ganze Zeit. So. Du kannst mal Serva beirufen. Herbeirufen bitte. So, ruf die mal. Dass sie zu dir kommt. Dann kannst du dich mal hier hinsetzen. Oder auch nicht. Ja, warum setze ich ihn jetzt hin, weiß ich nicht. Oh Gott. So, wo kommt Serva? Serva, ich warte auf dich. Kommst du gelaufen oder fährst du mit dem Aufzug? Serva? Serva ist unten. Warum ist sie unten? Gute Serva, komm hoch. Komm. Hoch mit dir. So, was will sie eigentlich? Ach, sie hat nur Kaufwünsche momentan. Modell, nee, was? Modul-Synthesizer kaufen, Tanzwettbewerbe gewinnen und DJ-Pult will sie haben. Also, du bist echt ein bisschen verrückt. So, komm, steh mal auf. Du wolltest was? Hier rumschmusen und Zeugs, ne? Ja, dann, kannst du ja mal umarmen, feste drücken. Dann kannst du sie noch ein bisschen antörnen. Dann könnt ihr noch ein bisschen rumschmusen und all so Geschichten. Mach mal, feiere deine Wiederbelebung. Unser letztes Date war einfach so fantastisch. Hast du Lust, dich mit mir in der Nachbarschaft Downtown zu treffen? Mel, eigentlich wollte ich mit Anna was unternehmen. Nicht schon wieder Alex bleibt heute Nacht hier, weil Alex muss morgen Abend arbeiten. Ich meine, ich hätte das machen können, aber... So, wo ist er denn überhaupt, Alex? Was machst du da? Du bist da am Rummachen, genau. Und du hast Hunger, du solltest mal irgendwas essen. Irgendwer hat ja irgendwas gekocht. Oh, nee, ich habe die Teller weggeräumt, aber auch nicht alle. Ah, nee, doch, ist leer. Dann geh das mal abspülen, geh das mal bitte aufräumen und dann nimmst du dir bitte mal Reste. Also, ehrlich, ich werd ja gar nicht mehr. So, und Anna... Die lassen wir noch 5 Sekunden schlafen, aber dann muss Anna auch mal aufstehen und gucken, ob sie ihren Spatzel erreicht, ne? Ich meine, sonst wird das mit dem Date nichts, was ich mit euch vorhabe. Guckt mal, erinnert ihr euch noch an die Vampirzeit mit Anna? Oder hier, die Kinderfotos, ich finde das so schick hier. Ach, herrlich, komm, steh auf, Maus. Aufstehen, anziehen, was wollen wir denn anziehen? Wo wollen wir denn hin? Mal schick essen gehen? Ja, komm, mach mal. Abendkleidung? Ich will gucken, was sie da gerade anhat. Also, nur mal zum Gucken. Das ist das, was momentan... Aha. Ja, ist doch schick. Kann man lassen, okay. Und dann zieh das mal an, die Abendkleidung. Und hast du ein Handy zufällig? Jo, was haben wir denn da alles? Was ist das denn? Ach, das war der Kuchen. Nee, du, bei dir reicht so ein Ding. Ich will jetzt nur mal kurz gucken. Habt ihr eigentlich noch ein Handy oder ist das schon wieder geklaut? So wie es aussieht, ist das schon wieder geklaut. Man kann nicht anrufen. Nein, immer das Gleiche. Die Kids kommen aus der Uni zurück und alle Telefone, die sie mal hatten, sind weg. Also ruf mal nochmal Gerd an.
Vielleicht hat er ja jetzt endlich Zeit für dich und hat Lust, mit dir schick essen zu gehen oder so. Weil das wäre jetzt so meine Idee, ein bisschen schön auszugehen, ne? Hoffe, er arbeitet jetzt nicht mehr. Nein, er ist immer noch bei der Arbeit. Wie lange arbeitet der denn? Was hat der überhaupt für einen Job? Ich habe keinen Plan mehr. Oh, das ist so, das kreuzt mir jetzt echt die ganzen Pläne kaputt. Minu, was mache ich denn jetzt? Jetzt habe ich mit Alex das Date abgesagt. Okay, dann geh auch mal was essen. Du hast ja auch Hunger. Aber dann, ich weiß halt nicht, wie lange der Kerl arbeiten muss. Das ist das Problem. Oh, das ist doof. Oder gut, dann geh hier mal, weißt du was, dann schreiben wir einen neuen Roman. Ist mir jetzt zu blöd. Wir machen einen Liebesroman. Hm? Der nicht vorhandene Verehrer. Oder sowas. Was machst du? Hausarbeiten. Okay, mach mal. Ach ja, du Faulpelz. Wir sind keine Faulpelze. Wir haben nur unseren Job noch nicht gefunden. Was soll ich denn machen? Menu. So, zeig mal, was wollen wir denn diesmal schreiben? Ja, Liebesroman, habe ich gesagt. Gibt's hier so ein Cover für einen Liebesroman? Wäre das was? Nee, hier, das da. Hier. Das nehmen wir. Was schreiben wir denn? Wir schreiben über einen Menschen. Oh, haben wir hier einen Menschen, einen ganz normalen Sim? Nö, haben wir nicht. Och, wie blöd. Ja, wir folgen. Was machen wir denn? Ich will einen Liebesroman schreiben, Mensch. Ach Gott, schwierig, hier einen Liebesroman zu machen, wenn kein normaler Sim da ist. Und kein Herzchen oder sowas. Hm, das wird schwierig. Was kann man denn da schreiben? Auch keine Ahnung, Leute. Hm, in einer stürmischen Nacht haben wir uns verirrt und folgten den Spuren von was auch immer. und fanden einen Astronauten. Genau, genau. Ein Astronauten, der vom... Warte mal, wo haben wir so? Haben wir hier sowas? Nee, Flugzeug, Dingsbums. Von einem außerirdischen UFO abgestürzt war, genau. Und den haben wir gerettet und ja. Dann haben wir uns in den verliebt oder so. Aber, ja, wie kann man denn das hier am besten, am besten zeigen mit der Liebe? Das ist ein bisschen schwierig, ne? Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist der Astronaut abgestürzt. Wir haben ihn aus dem UFO gerettet und ins Krankenhaus verbracht. Und dann kam die große Liebe. Weil wir die Retterin des Astronauten waren. Oder so ähnlich. Oh Gott, ich habe keinen Plan. Ja, also mit den paar Dingern da einen Roman zu verfassen, ist ein bisschen schwer. Gut, okay, dann bist du hier am Futtern und was machen wir? Wir können natürlich auch die Sarah einfach so einladen. Muss ja nicht immer, ne? Und überhaupt, ich meine, die wollte mit uns ausgehen. Es ist zwar schon spät, aber der Gute muss ja auch nicht so früh arbeiten gehen. Ja Gott, ne? Könnte man mal machen. Ja, warum nicht? Dann rufen wir die doch mal an. Komm, dann ruf du mal deine Sarah an. Warum nicht? So, und ihr zwei, ihr macht mich gerade ein bisschen kirre. Hm. Du willst ein Dings sehen. Was macht, oh, zu viele Sims. Das ist grauenhaft. So, wen haben wir denn da eigentlich sonst noch? Die Angelina? Angelika ist noch drin. Aber das sind ja Studenten. Mit denen können wir, und die Vanessa auch, glaube ich, mit denen können wir eh nichts machen. Tyson ist Gott sei Dank aus der Liebesgeschichte raus. Ja, also momentan haben wir auch wohl nur diese Sarah. Also sind wir mal relativ monogam. Naja, dann lad die doch mal ein, komm. Die freut sich bestimmt. So, ich habe eine Planung. Ihr zwei, du gehst mal dich da hinsetzen. Und wo ist Servo? Servo macht, weiß ich nicht, will auch tanzen. Ja, der kommt auch mal da hoch, bitte. Macht ihr das mal, dann können wir da drüben mit euch noch, nee, ohne Freund, bitte, irgendwas machen. Was machen denn Melissa und, oh Gott, oh Gott, oh Gott, Melissa, was tust du da? Jetzt trainiert sie wieder wie eine Wilde.
komm mal hier hoch. Bitte abziehen und mal benutzen und duschen. Und dann würde ich sagen, geht ihr aber auch mal wieder schlafen, ihr zwei. Ist ja doch schon Abend, ne? Du bist noch voll fit. Kannst du mal ein bisschen trainieren hier vielleicht? Wäre das ja mal eine Idee. Alex turnt da herum. Da ist deine Sarah. Hallo. Nicht bitten zu gehen. Ach, die kommt jetzt da drüben hin. Oh, wie blöd. Ja, gut. Oder ist sie da? Begrüßen. Auf geht's. Begrüß Sarah. Und hör mit deinem Volkstanz auf. Ist Volker am Trainieren? Nee. Was macht Volker? Nein, Volker. Wo willst du denn jetzt wieder hin? Dich gemütlich irgendwo hinpflanzen. Ja, so siehst du mir aus. Ich will dich aber im Bett haben, ehrlich gesagt. Entspannen. Was kann ich denn sonst mit dir machen? Ist im Moment gerade nichts Gescheites zu tun, ne? Du kannst auch irgendwas lesen, meinetwegen. Lese doch mal ein Buch. Lese doch mal Science Fiction. Komm, du bist doch so ein Science Fiction-Freak, dann mach das halt, meinetwegen. Dich habe ich ins Bett verfrachtet. Die ist da oben, genau. Da können wir auch nochmal schnell gucken, was ich da mit Servo vielleicht noch machen kann. Mit Servo tanzen. Ja, komm. Hier, hallo. Zusammen tanzen und so. Das könnt ihr mal noch machen. Und dann können wir euch nämlich abschalten. Dann ist da unten Ruhe. Sehr schön. Gut. Und was machst du? Jawohl, ja. Okay, das sieht gut aus. Irgendwer müsste hier mal den Garten machen, glaube ich. Der sieht auch schon wieder ein bisschen dreckig aus. Okay, wie geht's dir denn so? Wie war denn dein Tag? Erzähl mal. Übrigens, ich habe meinen Job bekommen und alles ist gut. Da kann ich dann auch vielleicht tanzen, obwohl ich gerade Symphonien mache, aber keine Ahnung. Könnte ich auch mal kneifen und wertschätzen und all sowas, ne? Und umarmen, romantisch, ja. Gucken wir mal, ne? So, halt, stopp, stopp, stopp. Ah. Gut. Oh, du willst einen Geist sehen, was? Willst du einen Beruf? Nee, abschalten jetzt mal, bitte. Du dich abschalten und du auch, weil im Moment seid ihr mir einfach nur zu, Nee, nix da. Schaltet euch mal ab. Ihr hüpft mir eben gerade alle im Weg rum. So, habe ich mal zwei weniger, die ich betütteln muss. Und Volker... Was will Volker jetzt hier? Sag mal, spionierst du jetzt deinem Sohn nach oder was? Was wird das, wenn es fertig ist? Oh, weißt du was? Du gehst mir auf den Keks. Weißt du, doch, du könntest mal joggen gehen. Das ist eine super Idee, habe lange nicht mehr gemacht mit dir. Yoga machen? Wo ist ein Joggen gehen bei dir? Ah, hier. Ich dachte schon, kann er das nicht mehr? So, geh. Nee, du kannst alleine gehen. Alle hopp, push. Hau ab. Ja, und das hier finde ich echt ein bisschen doof. Wir haben immer noch kein Date. Das ist blöd. Ich hätte gerne endlich ein Date mit Anna. Jetzt habe ich so lange drauf gewartet. Ruf nochmal an. Komm. Hui, da unten fliegen die Herzen. Wer hat sich jetzt in wen verliebt hier? Oh, es ist der Liebe. Ja. Oh Gott, sie fällt gleich in Ohnmacht. Warte halt, stopp, wo bin ich? Bin ich hier bei Alex? Ja, Alex, dann komm noch mal hierher. Entspannen und dann fragt die Dame doch mal, ob sie mitmachen will. Sarah bitten mitzumachen. Ja, komm, mach mal. Und du versuch nochmal dein Glück mit einem Date. Das wäre echt cool. Sitzt die ganze Zeit in der Abendkleidung da rum und wartet darauf, dass ihr Schatz mal Zeit hat. Hier. Jetzt kommt wieder die Meldung, er arbeitet noch. Okay. Gut, das heißt, wenn wir ein Date haben wollen mit Gerd, müssen wir das wohl früh morgens haben. Das hatte ich echt nicht mehr im Kopf. Ich habe keine Ahnung mehr, was ich den Guten da für eine Arbeit angeleiert habe. Ja, ist so und ach Gott, nee, und ich habe schon wieder überzogen, fällt mir gerade auf. Gut, dann war es das jetzt erstmal für diesen Part. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe, ihr hattet Spaß daran und wie das hier weitergeht, sehen wir dann im nächsten Part. Bis dahin, macht es gut. Tschüss.